Bisher bei Driver San Francisco. Du sitzt noch 30 Jahre. Ich verlange 30 Millionen. Das ist keine schwere Frage. Beim nächsten Mal konnte ich mir dann einen Körper aussuchen. Und zack! Halt uns schön da, wo wir sind. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Ma'am. Sind Sie okay? Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Odell Williams und Darius Spencer. Die arbeiten beide für Jerichos Crew. Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Driver San Francisco seit langer Zeit mal wieder. Wie ihr ja schon in der Videobeschreibung des letzten Parts gelesen habt, wurde nach diesem fetten Lag erstmal ein paar Parts nicht mehr aufgezeichnet. Also ein Part, glaube ich, oder anderthalb Parts. Und jetzt geht's etwas, habt ihr sozusagen was verpasst. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich weiß auch, woran das Lag lag. Es lag daran, dass meine Festplatte voll war, weil die Fraps-Videos einfach verdammt groß aufgezeichnet werden. Ja, okay, das dazu. Und ich würde sagen, es geht direkt mal los mit der Tenor-Mission. Wir brauchen einen Hubschrauber. Ein SUV flüchtet mit 1 Million in feinstem Platin von einem bewaffneten Raubüberfall auf Pacific Alloys. Jericho, das stinkt nach ihm. Und wenn du dir einen roten SUV in der Stadt rauspicken willst, das stinkt nach deiner Mutter. Er startet von dem Helipad in Westlake. Volltreffer, Jones. Bis später. Ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich jetzt wieder allein. Der Fabian ist heute mal nicht dabei. Ich will nicht fliegen. Ich muss mich erstmal wieder ins Spielgefühl gewöhnen. Kannst du die Ausdrücke? Autos in Bodeneinheiten. Den Rest kriege ich schon raus. Als nächstes müssen wir über Marin fliegen, um das Straßenrennen zu finden. Neue Befehle. Wir fliegen nach Downtown und suchen einen roten SUV mit gestohlenem Platin an Bord. Okay, Sir. Ich überwache den Funkverkehr. Sie scannen die Fahrzeuge mit dem Fadenkreuz. Sind sie in der Datenbank, werden sie markiert. Was muss ich jetzt machen? Könnte ein Straßenrennen sein. Das ist gerade nicht meine Priorität. Ah, mit Shift kann ich das Ganze scannen. Ist das nicht ein roter SUV gewesen? Kannst du das steuern? Haben Sie den Startplatz gefunden? Oh ja. Ja. Wow, was ist das? Alle Notfalldienste vor Ort. Ein Verkehrsunfall. Sieht übel aus. Okay. Oh, fett. Feuerwehr. Und ein großer Tankwagen. Ja, das ist ein schwerer Unfall. Gott. Oh, sieht man nicht jeden Tag. Ja, das stimmt. Aber egal, den suchen wir nicht. Das sind doch ganz viele rote SUVs, Mann. Muss ich das jetzt irgendwie... Oh Mann, das Teil geht hoch. Ehrlich, der neue Vogel ist ein Prachtstück. Hallo? Ich scanne jetzt einfach das nächste Auto, was mir irgendwie im Blickfeld kommt. Nächste rote Auto. Ja. Ist während des Scans etwas aufgetaucht, Sir? Das ist ja total einfach. Ich würde mal abchecken. Ja, Raben natürlich wieder. Ein roter SUV und gestohlen. Der Wagen liegt sehr tief, Sir. Sehr schwere Beladung. Vielleicht haben wir unser Platin gefunden. Also, was haben wir denn hier? Oh, drei schwere Kisten, die das Leder auf den Rücksitz ruinieren. Eine Waffe auf dem Beifahrersitz. Das muss dieser Mann sein. Holen wir ihn von der Straße. Einfach mal so reingeschiftet, ne? Ja, schönes Auto. Na, ah. Okay, jetzt nicht mehr. Fail.
aktuelle Zeitbegrenzung. Wie ist das denn? Ah, der steht an. Ah, nee, steht richtig hoch. Okay, jetzt mit dem LKW drin. Oh, 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 falsch. Wir holen uns die Bezahlung ab, oder was? Das ist noch Checkpoint. Oh, dankeschön. Fuck. Okay. Schaffen wir noch. Yeah. Oh, haben wir Gegner. Scheiße. Oh, das ist eine ganze Masse an Gegnern, die uns hier verfolgt. Dann kommen denn diese Typen her? Der Dreckskarre muss ein Sender gewesen sein. Ja, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an diesen LKW hier. Irgendjemand scheint dieses Platin wirklich zu wollen. So. Auf den Weg. Oh, fuck. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie was hier mein Auto beschädigt. Würde ich mal hoffen. Alter Verwaltung, nicht wahr? Nein, come on. Wieso explodieren die Autos und explodieren Autos sonst auch nicht? Also jedenfalls jetzt nicht in dem Spiel. Souverän. Ja. Wie viele Checkpoints waren es noch? Auto ist gleich im Arsch, die Zeit ist auch nicht so lange. Los. Ah. Gut, das war's mit der Mission. Ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, klar. Sonderlieferung. Eine Karre voll Platin, ein sehr verwirrter Fahrer und noch einer von Jerichos Plänen auf Eis. Platin ist ein schöner Fang. Aber wenn es Jericho war, ist das nur ein Teil des Puzzles. Könnte sein, dass er was viel Größeres vorhat. Okay, die Ermittlungen gehen weiter. Und wir sind in Kapitel 3. Detektivarbeit. Oder Detektivarbeit, wie man es auch immer ausspricht. Was machen die? Ja, das scheint es also gewesen zu sein. Jo, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz was machen. So, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal
die Rennmission. Ja, reinschiften und da haben wir ihn. Auto 1 und Auto 2. Alles klar, Macy? Alles klar, Dick. Wir müssen nur Erster und Zweiter werden. Ja, das ist alles. Jules sieht richtig heiß aus und scharrt schon mit den Hufen. Wie geht's Duke? Kann's kaum erwarten. Viel Glück. Wir sind ein Team. Wir brauchen kein Glück. Ja, das sind also zwei verrückte Rennfahrer, die ihren Autos auch noch einen Namen geben. Irgendwie Charles und Duke. Nee, wie ist der andere? Duke und, egal. Und, ja, wir werden wahrscheinlich dann immer zwischen den Rennfahrern hin und her shiften müssen. Denk dran, das ist ein Rennen, keine Strandparty. Schon klar. Du musst unter die ersten zwei. Und Macy auch. Jules. Also muss man jetzt immer die... Dieser Wagen ist einiges wert. Mit Z bzw. Y, glaube ich, ist das bei deutschen Tastaturen. Müssen wir die immer abwechseln. Guter Start. Siehst du Macy? Ich bin hier, nur ein schlechter Start, sonst nichts. Als zum ersten Mal. Erster oder zweiter Platz, völlig egal welche Reihenfolge. Wir müssen beide Wagen ins Ziel bringen. Du bist ja aber dein. Willst du ja wohl schlagen. Tu einfach das, wofür du bezahlt wirst. Und fahr du. Ich weiß nicht genau, wie es uns am schlauesten macht. Ich fahre jetzt nochmal beide Autos zum als ersten. Ich fahre einfach nochmal beide Autos so, dass sie dann erster Platz sind und dann. Ich dann das dauert zum ersten Platz wieder. 20 Tore ist halt zur Zeit. Schon, Jules, wir müssen weiter. Weg von der Funke, Duke. Die ist nur für Beifahrer. Ach nee, Duke heißt der Fahrer. So genau, das waren zwei reiche Leute, die haben sich sozusagen. Die setzen sich, um das Rennfeeling zu haben, auf den Beifahrersitz und lassen andere Leute für mich fahren. Also ich muss sagen. Ich versuche jetzt einfach mal. Klassisches Vater-Tochter-Gespann gegen schnöde Metal-Punks? Da weiß ich wenigstens, zu wem ich halte. Ja, aber Metal-Punks sind doch cooler, egal. Ich werde versuchen mal irgendwie. Scheiße, gibt keinen Gegenverkehr. Irgendwie so eine Art Gegenverkehrs-Ram-Aktion oder sowas zu machen. Wenigstens die Gegner erstmal ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, ein bisschen habe ich schon geschafft. Jules, ah, ich liebe dieses Auto. Ich liebe es schon lange. Wir müssen ich hoffe, dass es mit dem Sound so einigermaßen passt. So, ja, so. Es muss einfach passen. Was tust du denn? Schrei mich nicht an! Ja, können wir schon lässig bleiben. Wird kabbelig da draußen. Fuck. Ich muss das Rennen auf den Kopf stellen. Das läuft gerade wirklich ziemlich scheiße. Fuck, ey, es ist ja schon fast zu Ende, das Rennen. Okay. Beide nicht aufgehalten. Neun. In den fünften vergeht auch Zeit, ne? Es ist ja nicht so, dass die Zeit da angehalten wird, also das wäre auch echt okay. Durch den Multiplayer zum Beispiel, da läuft das Spiel mit ganz normalem Speed weiter. Okay, mal sehen, ob wir eine 1-2-Kombination hinbekommen. Moment. Ach, Alter, ich hätte es ja beinahe geschafft. Das ist ein Wichser, ey. Das war ziemlich übel. Hab ich bemerkt. Okay. Okay, das halbe Team sieht ganz gut aus. Die andere Hälfte braucht wohl etwas Hilfe. Ja. Na gut, scheiße. Gut, ich würde sagen, müssen wir eben nochmal probieren. Mit dem Part ist an der Stelle erstmal Schluss und ich würde sagen, ciao.